dann gönne ich mir heute mal ein schönes Augustinerbräu. Da hatte ich eben beim Einkaufen mal wieder Bock drauf. Und dann geht es los. Herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast, ihr Lieben. Ah, das ist... Das perlt aber schön. Heute geht es um die neue Rubrik, den Bringdienst. Und ich habe das ja in einem Artikel im Weblog erklärt für all diejenigen, die ganz neu sich zugeschaltet haben. Ich habe mir ausgedacht, eine neue Rubrik zu entwerfen. Und zwar geht es darum, dass ihr, meine lieben Hörerinnen und Hörer, mir Fragen stellen könnt, natürlich zu Koch- und Essensthemen. Und die werde ich dann in einer speziellen Folge entsprechend versuchen zu beantworten. Und in der heutigen Folge möchte ich auf die Frage von Erik eingehen. Erik hat gefragt, ich lese mal seine Frage vor. Hallo lieber Kai, ich war vor kurzem in einem Fastfood-Restaurant. Da kam mir die Frage, wie werden eigentlich diese Chili-Cheese-Nuggets gemacht? Die sehen ja von außen wie Chicken Nuggets aus, sind aber mit geschmolzenem Käse und Chili innen und haben eine feste Kruste. Wie bekommt man sowas bewerkstelligt? Würde mich freuen, wenn du mir das erklären könntest. Vielen Dank schon einmal im Voraus, Erik. So, also die Chili Cheese Nuggets sind natürlich eine geile Sauerei. Ich bestelle die auch hin und wieder mal. Und daher fand ich die Frage sehr spannend, wie man die wohl herstellt. Jetzt hat diese Frage von Erik zwei Teile. Die eine spannende Frage ist, wie bekommt man die Chili-Stückchen in den Käse rein? Und das andere, die wesentlich spannendere Frage natürlich, ist, wie frittiert man das, ohne dass einem der Käse schon in der Fritteuse auseinanderläuft? Gut, dazu muss ich mir jetzt erstmal die Ärmel hochkrempeln. Da haben wir nämlich einiges zu tun. Es gibt nämlich eine sehr ausführliche Antwort zu dieser Frage. Der Käse muss natürlich, damit man die Chili-Stückchen reingeben kann, geschmolzen werden. Das ist aber gar nicht so einfach, wie es im ersten Moment klingt, denn Käse hat die Eigenschaft, wenn man ihn erhitzt und dann nicht super vorsichtig dabei vorgeht, trennt sich das Fett von dem Eiweiß und das kriegt man dann auch nicht wieder zusammen. Ja, wie macht man das in der Industrie, damit das, dass es da nicht passiert? Da wird ein bisschen in die Trickkiste gegriffen. Das geheime Zauberwort in diesem Zusammenhang ist Schmelzkäse. Schmelzkäse ist jetzt eine Sache, die ist gar nicht so neu. Die gibt es schon seit etwas mehr als 100 Jahren. Wurde, glaube ich, entweder hier im Süden von Deutschland oder in Österreich erfunden. Das weiß ich jetzt nicht genau, wer es zuerst erfunden hat. Auf jeden Fall natürlich in dieser Region, wo sehr viel Milch produziert wird, entsprechend auch Käse und andere Milchprodukte, ist es nur zu logisch, dass dort auch zuerst so eine Käsezubereitung erfunden wurde. Der Schmelzkäse selbst ist keine eigenständige Art von Käse, sondern ja, eine Art der Zubereitung. Man kann im Grunde jeden Käse hernehmen und daraus Schmelzkäse herstellen. Allerdings gibt es da so ein paar Ausnahmen. Es sollte natürlich ein fetthaltiger Käse sein. Es gibt ja auch sehr magere Käsesorten, wie zum Beispiel den Harzer Handkäse. Der enthält ja außerordentlich wenig Fett. Und der würde sich jetzt zum Beispiel nicht eignen. Also, einzige Einschränkung, wenn ihr Schmelzkäse haben wollt, müsst ihr einen fetten Käse hernehmen. Ich werde den übrigens jetzt versuchen, selbst herzustellen. Das wird ein spannendes Experiment. Ich habe mir ein paar Sachen dazu durchgelesen und werde das jetzt, während ich hier den Käse reibe, ich habe hier einen schönen, fetten Gouda gekauft und werde davon jetzt mal, sagen wir mal, das sind jetzt so 200 bis 250 Gramm, erstmal reiben. Ähm,
Und dann muss ich hier noch ein bisschen Wasser kochen. Das mache ich natürlich wie immer im Wasserkocher. So. Ja, zurück zum Schmelzkäse nochmal. Der Schmelzkäse hat keinen besonders guten Ruf. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen hängt dem Schmelzkäse eben dieser Ruf nach, dass er aus Käseresten hergestellt wird. Das stimmt auch ein bisschen, soweit ich weiß, werden da halt in den Molkereibetrieben oder in den Betrieben, in denen der Schmelzkäse hergestellt wird, die Stücke genommen, die bei der Produktion von Schnittkäse am Ende anfallen. Wir sind ja alle schön verwöhnt und wollen natürlich immer Scheiben kaufen im Supermarkt, die alle gleich groß sind. Und da bei der Produktion nun mal eben auch Endstücke übrig bleiben, kann man die dann entweder wegschmeißen oder man macht eben noch Schmelzkäse draus. Finde ich jetzt nicht so dramatisch schlimm. Das andere ist natürlich der außerordentlich hohe Fettgehalt, nämlich diese wunderbare Eigenschaft, die wir eben mögen, dass er so cremig und schmelzig und fließend ist und bei relativ so mittleren Temperaturen schon flüssig wird, ist natürlich darauf zurückzuführen, dass da enorme Mengen Fett im Einsatz sind. Also da wird auch bei der Herstellung nochmal ordentlich was draufgelegt. Und dieses Fett ist natürlich nicht selten bei den günstigen Schmelzkäseprodukten auch Margarine. Von daher, Margarine ist ja so ein Fall für sich, besteht aus gesundem Pflanzenfett, wird aber dann künstlich gehärtet. Und das ist wieder eine Sache, die der Gesundheit nicht so zuträglich ist. Oder der Qualität dieses Endproduktes. Gut. Der dritte Aspekt, und der wird jetzt hier nochmal für das Experiment auch ganz spannend, sind die sogenannten Schmelzsalze. Die verhindern bei der Produktion so ein bisschen, dass das, was ich am Anfang erzählt habe, dieses Risiko, dass sich Käse und also Eiweiß und Fett trennen beim Erhitzen, das kann man durch diese sogenannten Schmelzsalze verhindern. Da gibt es drei Haupttypen. Das eine sind Phosphate, da also vor allem Natriumphosphat, Natriumcitrat und Natriumlaktat. Diese drei Stoffe klingen jetzt erstmal nach der untersten Schublade aus der Chemiefabrik, sind aber, das kann ich euch versichern, allesamt Stoffe, die so auch in der Natur und auch in Lebensmitteln natürlich vorkommen. Das wird auch noch ein bisschen deutlicher, wenn ihr hört, also Laktat ist das Salz der Milchsäure. Und Milchsäure entsteht, wie der Name schon verrät, zum Beispiel in Milchprodukten wie Joghurt, aber auch im Sauerkraut, wird von Bakterien, also gesunden und gutartigen Bakterien produziert und ist super safe. Zitronensäure, verrät der Name schon, ist zum Beispiel unter anderem in der Zitrone enthalten. Und wenn man daraus ein Salz herstellt, erhält man Natriumcitrat. Und das dritte, das Phosphat, ist ein Stoff, der sehr, sehr eigentlich in allen Lebewesen sehr häufig vorkommt. Denn zum Beispiel unter anderem Bestandteil der DNA und auch unseres Zellstoffwechsels, also der Energietransport, wird ja, wenn ihr im Biounterricht das mal gelernt habt mit dem Adenosintriphosphat und so weiter und so fort hergestellt. Ich will da jetzt nicht zu viel über diese Salze erzählen. Ich werde jetzt das Natriumcitrat auch mal verwenden. Und zwar könnt ihr das, wenn ihr das auch ausprobieren wollt, sicher in der Apotheke bekommen. Ich habe jetzt nicht nachgefragt. Die andere Möglichkeit ist, wenn ihr Zitronensäure und Natron im Haus habt. Das habe ich eigentlich immer, weil das Natron kann man zum Beispiel auch gut zum Reinigen und zum Backen verwenden. Natron ist nämlich nichts anderes als der Hauptbestandteil von Backpulver. Und warum räume ich jetzt die Spülmaschine aus? Ich wollte dieses eine Teil. Ich bin schon ein bisschen durcheinander. Da ist es. So, weiter im Text.
Also Natriumcitrat kann man auch aus Zitronensäure und Natron herstellen. Und wenn man jetzt Natron mit Zitronensäure mischt, dann entsteht eben das Natriumcitrat und CO2 und Wasser. Das könnt ihr zum Beispiel auch verwenden, diese Mischung, wenn ihr im Sommer Limonade herstellen wollt. Da nehmt ihr dann aber keine Zitronensäure, sondern Zitronensaft. Und dann so eine Löffelspitze voll Natron, natürlich noch Zucker und Wasser dazu. Und dann habt ihr so eine fein perlende Limonade. So wurde das früher eigentlich immer gemacht. Ja, heutzutage kauft man sich einfach eine Limonade in der Flasche. Aber es ist vielleicht was Witziges, was man auch mit Kindern zusammen herstellen kann und ihnen dann auch so ein bisschen, so ein paar chemische Basics beibringen kann. Also auf einer ganz einfachen Ebene. So, jetzt habe ich diese Mischung eben von Natron und Zitronensäure schon mal vorbereitet. Wie gesagt, ihr könnt das Ganze abkürzen, indem ihr Natriumcitrat in der Apotheke kauft. Das wird auch nicht so extrem teuer sein, denke ich. Ich mache das jetzt so ein bisschen aus dem Handgelenk. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das auch schon einmal ausprobiert. Und da ist mir ein Stromausfall, also so ein größerer, der das ganze Gebäude betroffen hat, oder später auch die ganze Straße dazwischen gekommen und dann war es nachher kaputt. Ich habe das jetzt mit kochendem Wasser aufgegossen und werde jetzt den Käse zugeben, werde so ganz klein den Herd dazu schalten und ich habe mir noch den Pürierstab bereitgestellt, weil sich das beim ersten Versuch auch nicht so hundertprozentig verbunden hat. Ach so, für die Farbe, ich möchte ja diese Farbe, die der Chester-Käse hat, dieser Schmelzkäse, oder auch die Toastscheiben. Und darum gebe ich jetzt hier mal 2 Löffel Paprikapulver noch rein. Das gibt dann diese schöne rot-orangefarbene, appetitliche Farbe, da der Gouda ja auch ein bisschen blass ist. So, dann werde ich das hier mal, jetzt wird es natürlich ein bisschen laut. Und dann streue ich hier so ein bisschen den Käse ein in das heiße Wasser. Übrigens könnt ihr die gleiche Rezeptur dann eben mit mehr Flüssigkeit auch verwenden, um eine sehr geile Käsesoße herzustellen. Entweder hier für die mexikanischen Taco-Chips oder entsprechend für die Mac and Cheese. Habe ich jetzt heute gerade eine Folge vom Kastenfisch gehört. Der hat so eine kleine, der ist ja auch ein sehr genussvoller Mensch und hat jetzt in einer Folge so Mac and Cheese, also eine Fertigpackung direkt aus den USA zubereitet. Das war auch sehr spannend. Und im Prinzip könnte diese Käsesoße auch für dieses amerikanische, ja, fast Nationalgericht machen. Da müsst ihr dann einfach ein paar Nüllchen noch dazu kochen und dann könnt ihr es entweder mit dieser Käsesoße servieren oder das entsprechend auch noch überbacken. Ja, das bei dem ersten Versuch habe ich eben den Käse zwar gerieben, aber so in einem Schwung dazugegeben und da ist er dann zwar relativ schnell geschmolzen, hat sich aber dann nicht so richtig mit der Flüssigkeit verbunden. Apropos Flüssigkeit, ihr könnt dann natürlich, wenn ihr Soßen oder Käsesuppen herstellt, auch natürlich mit Weißwein oder ich habe auch ein Rezept gelesen, das mit Weißbier zubereitet wurde. Da gibt es also sehr spannende Variationen und wir werden jetzt ja gleich die Chilis noch reintun. Da ist natürlich auch der Fantasie keine Grenze gesetzt, was ihr dann in euren Schmelzkäse noch einarbeiten könnt. Zum Beispiel, ich sehe hier gerade vor Mittagessen noch so ein paar Bacon-Schnipsel. Die könnte man da jetzt auch reintun, aber auch jede Art von schmackhaften und würzigen Schinken zum Beispiel. Es gibt ja nicht nur diese Schmelzkäsescheiben, ihr kennt ja sicher auch diesen flüssigen, also diesen streichfähigen Schmelzkäse, der in diesen Bechern verkauft wird, die so ein bisschen aussehen wie kleine Badewannen. Und dann gibt es auch noch so ein Mittelding, diese Schmelzkäse-Ecken. Die bekommt man ja in diesen runden Schachteln und sind die so wie Tortenstücke mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Das hängt natürlich davon ab, wie viel Fett, wie viel Flüssigkeit, wie viel Käsegrundlage da drin war.
Da gibt es die unterschiedlichsten Rezepturen. Und wenn ihr jetzt dieses Grundgeheimnis kennt mit dem Natriumcitrat, dann könnt ihr eben experimentieren, ob ihr vielleicht einen festeren Schmelzkäse mit Stückchen drin haben wollt oder eben einen schmierfähigen oder vielleicht sogar eine Soße oder so eine Suppe aus Käse. Und ihr könnt natürlich auch verschiedene Käsesorten mischen. Mein Ratschlag wäre natürlich, auch wenn ihr würzige Käsesorten gerne mögt, würde ich die immer mit milden Käsesorten, so wie Gouda oder Emmentaler, mischen, weil eben diese kräftigen Käsesorten, wenn sie erwärmt werden, und das werdet ihr ja später dann wahrscheinlich auch machen, die entfalten natürlich ihr Aroma nochmal wesentlich stärker. Und da kann es dann, auch wenn ihr dieses kräftige Aroma sonst mögt, kann es dann schnell so eine Spur zu fies werden. Dann ist es halt zu viel vom Guten. So, farblich sieht das Ganze auf jeden Fall schon mal exakt aus wie diese Schmelzkäsescheiben mit dem Chester, also die als Chester-Scheiben bezeichnet werden, oder Toast-Scheiben. Und jetzt noch schnell ein Stückchen Butter einarbeiten. Dann haben wir diese Käsemasse erstmal soweit vorbereitet. So, Butter. Alles klar. Söhrchen. Ich habe schon das Gefühl, dass das dieses Mal besser klappt als mein erster Versuch. Aber das bleibt nicht aus, wenn man neue Sachen ausprobiert. Auch wenn man ein bisschen Erfahrung in der Küche hat, dass auch mal was schief geht. Da darf man sich dann nicht entmutigen lassen. Und naja, ich habe diesen Versuch, weil ich hatte so einen kleinen Vorversuch gemacht und da hatte das super funktioniert. Und da dachte ich so, jetzt machen wir gleich auch mit 400 Gramm Käse und hier und da. Und dann hat sich das doch wieder so ein bisschen getrennt. Dann habe ich das als Käsesuppe gegessen. Da darf man sich halt nicht entmutigen lassen. Also erstmal kleine Mengen probieren und wenn es schief geht, dann muss man halt ein bisschen überlegen, was vielleicht schiefgelaufen sein könnte, was man verändern kann. So, super. Also weiter erhitzen werde ich das jetzt nicht. Die Hitze vom kochenden Wasser hat gereicht, eigentlich diese Mischung herzustellen. Jetzt werde ich das Ganze mal probieren und eventuell noch etwas Salz zu geben, weil wir es jetzt natürlich mit dem Wasser und der zusätzlichen Butter ein bisschen verdünnt haben. Einmal umrühren. Nee, also für meinen Geschmack ist noch genug Salz drin. So, dann kommen wir jetzt. Muss ich noch mal ein Schälchen vorbereiten. Wir wollen das Ganze jetzt ja wieder fest bekommen. Und dann nehme ich mir jetzt so eine Kastenbackform, der man auch Kuchen oder Brot backen kann, und lege die mit einem großzügig dimensionierten Stück Frischhaltefolie aus. Das hat den Vorteil, dass, wenn die ganze Masse nachher abgekühlt ist, wir sie nicht aus der Form rauspopeln müssen, sondern einfach nur die Folie da rausziehen müssen, weil diese Masse ja doch eventuell so ein bisschen klebrig sein könnte. So, zwischendurch noch einen Schluck Augustiner. So. Wir machen dann gleich einen Zeitsprung, weil das muss doch ein paar Stunden durchaus abkühlen. Also ich habe jetzt erstmal so einen neutralen Käse gewählt, wie den Gouda. Ich habe mir auch hier so noch so ein Stück Bergkäse gekauft, der ja in der Regel wesentlich würziger ist. Aber ich wollte erstmal grundsätzlich dieses Rezept hinbekommen, bevor ich hier teure Käsesorten noch mit in die Gleichung einbeziehe. Jetzt weiß ich nicht mehr auswendig, weil es ein Weilchen her ist, dass ich die gegessen habe, ob in den Nuggets tatsächlich frische grüne Chili drin sind oder ob die nur auf den Fotos so aussehen, als ob frische drin sind und dann sind doch die eingelegten Jalapeno-Schoten drin. Vorstellen kann ich mir beides gut, also die Jalapeno, diese eingelegten haben halt noch eine angenehme Säure dazu. Während die frischen Schoten logischerweise dann halt nochmal diesen knackig grünen, würzigen Kick reinbringen. So, jetzt schmeiße ich hier die
Chilis, die fein gehackten, in meine Käsemasse. Und dann wandert das Ganze in den Kühlschrank. Wie gesagt, also 2, 3, 4 Stunden. Also das heißt, wir werden hier eine lange Pause machen. Ich werde mich da erst morgen wieder mit beschäftigen. Und dann werden wir auch wissen, ob das Experiment Schmelzkäse was gebracht hat. Und dann machen wir den zweiten Teil mit der großen Frage, wie man denn solche Dinger frittiert, ohne dass sie einem in der Fritteuse umherwandern. So, mal schauen, ob wir den Kühlschrank hier noch überzeugen können, so eine Kastenform aufzunehmen. Da, die Ecke. Und dann machen wir einen Zeitsprung bis zum nächsten Tag. Bis dahin. So, zweiter Tag. Ich habe hier schon meine Cheese Nuggets aus dem Kühlschrank geholt. Die Käsemasse ist schön fest geworden. Ich habe sie dann nachher nochmal aus der Kastenform herausgenommen und in Alufolie eingewickelt und die so in eine so grob rundliche Form gewickelt. Dann habe ich jetzt die Scheiben heruntergeschnitten, etwas größere, als man sie vielleicht bei den Nuggets im Fastfood-Restaurant bekommt. Und jetzt geht's um die spannende Frage, ob mir das gelingen wird, die zu frittieren. So, ich habe hier schon auf dem Herd ein bisschen Öl erhitzt. Dann habe ich einen Teig angerührt. Also es gibt, um auf Eriks Frage mal etwas genauer einzugehen, 2 Möglichkeiten. Entweder das Panieren, das kennen wir vom Schnitzel, also das Ganze in Mehl wenden, dann in verquirltem Ei und schließlich in Semmelbröseln. Es gibt dann noch verschiedenste Varianten. Also man kann neben Semmelbröseln auch noch Sesam oder Cornflakes oder sowas nehmen. Das Schöne beim panierten Essen ist halt, dass es sehr kross, sehr knusprig wird. Der Nachteil jetzt für unsere Nuggets wäre, wenn wir das panieren, dass diese Oberfläche nicht sehr fest ist. Die ist entsprechend spröde. Und wenn man dann beim Frittieren irgendwie ein bisschen ungeschickt drankommt, dann kann die aufbrechen und dann läuft uns der schöne Käse raus. Darum habe ich mich für die andere Variante entschieden, nämlich den Ausbackteig. Ich habe hier ein Eigelb mit ca. 200 ml Wasser und 100 Gramm Mehl verquirlt. Das gibt einen sehr schönen, dichten, zähen Teig. Das wird übrigens bei den Cheese Nuggets im Restaurant auch so gemacht. Man sieht, der Teig dort ist eben nicht uneben, sondern hat so eine, ja, so eine geschlossene, feste Oberfläche. So, und jetzt habe ich schon mal meinen ersten Nugget hier. Das Öl hat jetzt so langsam die richtige Temperatur. So, lasse ein bisschen von dem Teig nochmal ablaufen, damit das nicht zu dick wird. So, mal schauen. Ich habe jetzt einen kleinen Topf genommen. Das hat den Vorteil, dass man einfach nicht so viel Öl nehmen muss und habe das jetzt auch nicht voll gemacht, sondern so etwa 2 cm hoch. Das reicht. Wenn man den Nugget dann reintut und so ein bisschen den Topf schwenkt vorsichtig, dann kann man entsprechend den auch überall mit dem Öl in Kontakt treten lassen und nachher schwimmt das ohnehin hoch. Bisher sieht es ganz gut aus mit der Oberfläche. Keine Löcher drin. So. Dann mache ich schon mal einen zweiten. Ein weiterer Trick ist natürlich, dass im Fastfood-Restaurant werden diese Nuggets ja gefroren angeliefert. Das heißt, der Käse bleibt ziemlich lange sicher, weil er eben auch nicht zerfließen kann, solange er da gefroren, im Kern gefroren ist.
Und wenn dann die Dinger in die Fritteuse kommen, ist eigentlich der Teigmantel schon geschlossen und fest. Und wenn der Käse flüssig geworden ist. Das heißt, man kann, um auf Nummer sicher zu gehen, auch nochmal einfach die selbstgemachten Nuggets einfrieren. Dann ist das Risiko noch geringer, dass sie einem beim Frittieren auseinanderfallen. Ich habe jetzt die Käsestücke auch noch mal ein bisschen mit Mehl bestäubt. So, der erste ist fertig. Ich werde mal einen Geschmackstest machen. Ich sehe schon, der Käse verläuft schön. Und ich werde das jetzt mal probieren. Natürlich super heiß, aber auch sehr lecker. Das heißt, es ist gelungen. Sehr lecker. Also, das genaue Rezept und alle Zutaten gibt es wie immer im Blog. Lieber Erik, ich hoffe, ich konnte die Frage ausreichend gut beantworten. Es gibt übrigens auch noch eine Abkürzung, wenn ihr jetzt keine Experimente mit Schmelzkäse machen wollt, so wie ich, dann könnt ihr auch den kürzeren Weg nehmen, nämlich einfach diese Schmelzkäsescheiben zu verwenden. Da habt ihr natürlich dann die Arbeit, die alle auszuwickeln, aber auch da könntet ihr dann nachher den Chili reintun, das Ganze in den Ausbackteig hüllen und ausbacken. Ja, und das war's dann für diese Folge. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel, du.